So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute ganz gemütlich von zu Hause aus, vom Sofa wieder mit Schlafanzug, wie es sein muss. Wir haben hier einen Fünfer-Raid, der gleich aufgeht in 4 Minuten. Wir möchten aber vorher die Belohnungen hier abholen. Da ist noch eine Pokémon-Belohnung drin von der Mega-Kumpel-Herausforderung. Das ist nämlich ganz wichtig. Jetzt müssen wir das Apollo fangen. Da stelle ich euch mal kurz hier ab, ne? Dass ihr meinen Schritt seht. Hauen wir mal fix einen Ball drauf und ihr seht, eine Aufgabe steht noch aus, nämlich eine Mega-Entwicklung bei einem Pokémon auslösen. Das ist ganz wichtig, denn darum dreht sich das Video heute. Apollo wurde gefangen, wir bewerten den auch mal ganz kurz. Jawohl, Burghausen, richtig krass. Eine Mega-Entwicklung auslösen. Ganz neu gibt es ja Mega Tauboss, ne? Ihr seht, wenn wir hier reingucken in den Pokédex, wo auch immer ich den finde. Mega Tauboss, habe ich hier einen Schatten. 3 gesehen, 0 gefangen. Alles Mögliche da. Wir wollen den wieder ausfüllen. Das heißt, wir machen wieder ein männliches, wir machen ein weibliches. Ich gehe direkt einfach mal hier rein. Suche einen Tauboss. Müsste nach WP sortiert. Das hier haben als 100 da. Wir können kurz bewerten, das ist ein 100%iges. Das maxen wir jetzt erstmal komplett auf 2129. Das sieht gut aus. Und jetzt führen wir die Mega-Entwicklung durch. Und guckt euch an, das ist ein männliches. Das männliche werden wir jetzt mega entwickeln. Das sieht auf jeden Fall genial aus, oder? Die Aufgabe ist dadurch natürlich auch fertig geworden. Und es müsste jetzt auch schon der Shiny-Eintrag da sein. Ich verstehe immer noch nicht, warum das gleich mit Shiny-Eintrag da ist, aber egal. 3680 und es hält jetzt 12 Stunden an, denn ihr wisst, im Event sind ja momentan die Zeiträume geboostet, dass das länger anhält. Auch Knusp hält länger. Wenn wir jetzt wieder hier reingucken in den Pokédex, müssten wir auf jeden Fall den Eintrag haben. Das männliche haben und wenn wir hier drauf drücken, seht ihr auch gleich das Shiny. Jetzt fehlt also nur noch ein weibliches. Ich hätte gerne natürlich noch ein Shiny entwickelt. Wenn ich aber kein Shiny weibliches habe, wird das schwer. Müssen wir gucken, was wir noch als weibliches haben, dass wir das weibliche noch durchentwickeln. Mit dem kleinen Trick muss ich dafür auch nicht 100 Jahre warten. Jetzt wollen wir aber den Raid machen. Dazu haben sich hier wieder ein paar Leute eingetragen. Der Kevin, der Carsten, Kulidita. Vollkorn Gral hat seinen Trainercode nicht im Namen stehen, deswegen kann ich den nicht einladen. Kann hier natürlich noch abschließen, genau. Das machen wir das nach dem Raid. Wir warten jetzt erstmal, bis der. Ach komm, wir drücken einfach drauf, egal. Da kriegt es doch immer zu Bibo-Energie, oder? Na gut, hier ist auch Mega-Kumpel-Herausforderung. 4 von 4 können wir nochmal abholen. Das machen wir aber wirklich nach dem Raid. Wir machen jetzt erstmal den Raid. Dazu habe ich hier wieder die Handys aufgebaut. Seht ihr hier, da sind 2, da sind 3, da ist noch das mit 6 Accounts. Ganz gemütlich, wie wir das immer machen. Adi ist auch am Start. Der Adi, der versteckt sich schon wieder hier in seinem Rotlicht. Seht ihr das? Die Silhouette, wenn man es dann aufmacht, sieht man plötzlich. Was ist das? Lass mich in Ruhe. Rotlicht. Ja, die ist doch okay. Geh doch wieder hinter. Bleib ruhig. Was machst du da? Was machst du da? Da ist die Pfote. Seht. Oh, jetzt dreht er durch. Er preist sich an. Adi. Adi, Adi, ah. Adi, U, Adi, I, Adi, A. Guck mal die Pfote, guck mal der dicke Bauch und guck mal. Ach, jetzt guckt er wieder wie so ein Arsch. Hör auf so zu gucken, Mann, das ist voll hässlich. So, ich stelle euch jetzt auf jeden Fall auf. Der Raid geht nämlich auf. Ich muss noch schnell zur Überblendung eins fangen. Ein Raupi. So, da bin ich wieder zurück. Ich musste mich kurz bewegen, weil die Accounts irgendwo weggeflogen sind. Waren nicht mehr da dran. Irgendeiner ist auch gerade in die Lobby rein und hat aufgemacht. Aber egal. Wir laden hier auf dem erstmal den Kollegen ein, den wir einladen sollen, den Kevin. Der Kevin wird eingeladen vom Ivermild auf dem Großen. Habe ich mir auch Punkte dran gemacht wieder.
Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr Leute einladet. Haben wir den Kuchli Dieter und den Carsten. Natürlich wollen wir auch mal das Mega Taubos in Aktion sehen. Wieso steht da jetzt Mega Energie? Wir wollen das Mega Taubos in Aktion sehen. Deswegen packen wir das mal vorne rein in den Raid, was bestimmt komplett sinnlos ist, aber egal. Pack mal so rein, nehmen wir so mit. Und mir wurde ein kleiner Trick verraten, denn beim letzten Mal war es wirklich so, ich habe das entwickelt, das hat dann 4 Stunden gehalten und ich habe wirklich die 4 Stunden abgewartet, bevor ich dann das nächste entwickelt habe. Und dann hieß es aus der Community ja ganz einfach, du musst ja die 4 Stunden nicht warten, du hättest einfach das andere entwickeln können, weil das ja automatisch dann zurückgeht. Und automatisch das andere sich entwickelt. Das heißt, ich habe komplett sinnlos 4 Stunden da gehangen und gewartet, bis die 4 Stunden ablaufen, obwohl ich einfach nur direkt das andere hätte entwickeln können fürs Video, ohne dass man warten muss, ohne irgendwas. So, wer ist jetzt hier noch mit reingekommen? Wir gucken noch mal kurz hier nach. Kulidita, okay. Fongs. Money HBN GmbH ist auch da. Was ich nicht verstehe, denn der Philipp, der Psycho King, die haben vorhin gefragt, ob jemand einen von den 2 Raids macht. Also Sonnenuhr oder diese Mehrzweckhalle. Und dann waren die zu dritt, haben sich zu dritt da abgesprochen und dann habe ich reingepostet, dass ich den Raid um 11.18 Uhr ist es jetzt, nee, 11.20 Uhr, 11.18 Uhr, genau. 11.18 Uhr ging der Raid auf, dass ich den Raid um 11.18 Uhr mache. Komischerweise ist keiner von den dreien mit in der Lobby. Sie hätten also die Chance gehabt, den eigentlich mitzumachen, weil die wollten den ja eh machen. Ich habe das reingepostet. Sie haben seitdem auch nicht nochmal was gefragt oder manchmal sagt man ja, bei mir dauert es 5 Minuten länger oder ich muss nochmal neu starten. Also die ganze Zeit war es ruhig in WhatsApp, da war nichts. Deswegen mache ich den jetzt einfach. Das ist Kollateralschaden, verstehst du? Wir sind auf jeden Fall durch. Das ging fix. Ich habe gar nicht geguckt, was das Taubos gemacht hat, weil ich meinen Finger drauf hatte. Das habt nur ihr gesehen, exklusiv nur für euch. Den Rest lege ich jetzt wieder hier hin. Drück alles mal durch, auch mit den ganzen Levelaufstiegen und so. Gucken mal, wer wie viel bekommen hat. Ob vielleicht auch ein Shiny dabei ist. Ja, da sehe ich schon eins. Sehr schön. Ich muss hier die anderen nur mal andrücken. So, wer kennt noch den 100er Wert? Genau, schreibt es in die Kommentare. Hier haben wir auf jeden Fall ein 17-16er. Hier ein 17-12er. Hier ein 17-4er. Hier ein Shiny mit 17-3, hier ein 16,87. Das Shiny können wir jetzt direkt mal fangen. Auch bei den Bällen sieht es gut aus. 21, wunderbar. Hier auch 21 bei dem Großen, aber den Großen seht ihr ja. Wir fangen erstmal fix das Shiny. Das meiste, was ich gesehen habe, war gestern beim Raid mit Sabrina. 22 Bälle. Die hatte mich ja für einen Drago Knight eingeladen, also für einen Dragoran. 22 Bälle, so viel hatte ich glaube ich noch nie. Das bewerten wir kurz. Ihr seht, ja, ist okay, kann man mal mitnehmen. Aber jetzt kommt natürlich noch der Große. Den Großen werden wir jetzt auch fangen. Und ist es kein Shiny? 17,35, der ist auf jeden Fall fett. Da ich aber schon wieder die... da ich die Werte schon wieder nicht im Kopf habe, gehen wir wieder auf die GoTool-App, gucken in der GoTool-App nach, was... Was macht der denn für Moves? Adi! ich bring dich um. Alles wird gut, beruhig dich doch. Gucken wir kurz in die GoTool-App natürlich rein, Stufe 5, und wir sehen 17,43 wäre das 100er. Der frisst einfach den ganzen Vorhang. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit, ob wir es gefangen haben oder nicht, seht ihr gleich. Wenn wir aus der Werbepause zurückkommen und die App neu gestartet ist, dann werden wir das andere Taubos noch entwickeln. Wir werden noch die restlichen Belohnungen abholen und hoffen, dass der Adi den Vorhang nicht kaputt macht.
So, wir haben es also gefangen mit 17,35. Wir können es hier nochmal kurz bewerten. Ist also ein 96er mit 15, 15, 13. Was wollten wir noch machen? Genau, erstmal wollten wir hier wieder rausgehen. Dann wollten wir nachfragen, wo die anderen waren. Dann wollten wir hier die Belohnungen von der Mega-Kumpel-Herausforderung Nummer 4 abholen. 2500 Staub, nochmal 5000 Erfahrungspunkte. Ein geheimnisvolles Pokémon erscheint. Ein Relaxo, was es nicht als Shiny gibt. Viele sagen immer, hä, gab es das nicht letztens schon als Shiny? Nein, das war Fake. Lasst euch nicht immer auf alles ein, was im Internet steht. Dann legen wir euch nochmal kurz hierher. Da können wir das nämlich besser fangen. Das wollen wir nämlich mit... Ja gut, da können wir ruhig einen gelben Ball nehmen. Aber wir wollen gucken, dass wir das, zack, schön mit gelber Beere und einfach fabelhaft mitnehmen. Wie macht ihr das? Werft ihr auch immer einfach fabelhaft bei Relaxo? Ich finde, das ist so ein dickes, gemütliches Pokémon. Da kann man ruhig einfach fabelhafte Würfe üben. Die machen auf jeden Fall auch Spaß bei Relaxo. So, Kreis. Ja. Mit Fangtrick, ohne Fangtrick. Wir machen es natürlich ohne und werfen so drauf, dass wir das immer treffen. Normalerweise könnt ihr das ja einstellen, warten, bis er angreift. Aber Relaxo greift eigentlich so selten an. Was ist denn? Ach, der Adi, der hat schon wieder so einen Chinesenblick drauf. So, das ist auch schlecht, genau. Wie weit kommt das an die 1,5 ran? Ja, 14,75 ist auch nicht gut. Da, jetzt ist er. Der verkriecht sich den ganzen Tag da hinten in seinem Loch, in seinem Morast. Wir gucken uns... Alles wird gut. Wir gucken uns nochmal kurz das... Mega Taubos an, wie es tot in der Ecke liegt. 3680. Was macht man jetzt damit? Eigentlich nichts, ne? Genau, nichts. Die Aufgaben sind fertig, genau. Feldforschung, können wir noch zwei Sachen abholen. Hier ist auch alles durch. Jetzt gucken wir uns noch einmal den Megadex an. Ihr seht, alles komplett verplant, oder? Kann das sein? Ja, bestimmt. Megadex hat also jetzt das Mega Taubos in männlich und shiny. Wir brauchen noch ein weibliches. Am liebsten würde ich natürlich ein shiny entwickeln. Aber ich glaube, so viel reicht's nicht. Taubos. So. Wir haben hier, das ist ein weibliches Lucky. Das ist männlich, das ist männlich, das ist weiblich. Das ist das andere aber höher. Die sind auch männlich. Das wäre ein Shiny zum Entwickeln, aber ihr seht ja, dass es auch ein männliches, deswegen können wir kein Shiny entwickeln, aber es ist ja als Shiny trotzdem schon im Pokédex eingetragen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich so funktioniert, dass ich das jetzt einfach entwickeln kann. Möchtest du bei Taubos die Mega-Entwicklung auslösen? Die Mega-Entwicklung deines Mega-Taubos wird beendet. Ja klar, da geht das eine also zurück und das wird Mega, kommt aber nur auf 2,5, 4, 8. Nehmen wir trotzdem mal mit, mach mal hier für 100 Mega Energie und hätte ich das damals gewusst, hätte ich mir einiges ersparen können, dann hätte ich das Video wirklich am Stück drehen können, anstatt 100 Jahre rumzuwühlen. Jetzt habt ihr also noch ein Mega Lucky Taubos, weiblich zum Mitnehmen und dadurch ist im Pokédex jetzt auch wieder alles komplett voll. Wenn ihr reinguckt, seht ihr jetzt alles männlich, weiblich, shiny, alles da. Lucky wird ja nicht angezeigt. Die anderen sind auch alle voll mit männlich, weiblich, shiny. Ja, was will man mehr? Das war's eigentlich. Wir haben einen Mega-Taubos entwickelt. Habt ihr auch schon Mega-Taubos entwickelt? Macht ihr auch immer männlich, weiblich? Habt ihr den Shiny-Eintrag? Ist das nur, wenn man einen Shiny-Taubos hat? Und ohne das wird das Mega-Shiny-Taubos auch nicht angezeigt. Das würde mich noch interessieren. Ich kann das nicht nachprüfen, da ich ja keins habe. Kein Nicht-Shiny, um, wenn ich dann entwickle, das so zu sehen. Wenn ihr eins entwickelt habt, aber kein Shiny-Taubos habt, wird bei euch auch Shiny-Mega-Taubos angezeigt. Das schreibt man in die Kommentare bitte. Oder ansonsten, wie fandet ihr die Forschung? Fixe Forschung für zwischendurch. Gengar, Mega-Gengar, müsste also safe sein, müsste kommen. Da mache ich mir keine Sorgen. Ansonsten viel Spaß noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich werde jetzt noch mit den blauen Accounts den Raid machen. Mit den roten Accounts den Raid. Wir werden Adi nochmal belästigen. Adi! Ach, wie süß! Nase! Nase!
Ich hab deine Nase, ich hab deine Kralle. Ah! Bitte nicht! Oh, voll in den Daumen, Bruder. Ja, selber schuld, ich seh's schon. Jetzt sterbe ich wieder. Was der für Löcher da reinreißt. Guckt euch das doch mal an. Hauptsache, er hat Spaß. Gell, Adi? Hast du Spaß? Fall doch nicht runter. Lässt du die Kamera? Lässt du die... Boop, 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 boop. So, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Blutiger Daumen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.